وكان الشيطان للإنسان خذولا. Und der Shaitan lässt die Menschen im Stich. Seine Art ist ein Trick, ein sehr erfolgreicher Trick des Shaitan, ist er, dass er die Menschen im Stich lässt. Dass er den Menschen etwas verspricht und sein Versprechen bricht. Du wirst noch Taube machen. Verschieb das doch. Hab erstmal Spaß und nachher sagst du Astaghfirullah und dir wird vergeben. Mach doch, hab doch Spaß. Du bist noch jung. Diese junge Frau. Später kannst du Hajj machen und Allah wird dir alle Sünden vergeben. Und dann, er belügt dich. Er weiß selber. Doch es ist so ein erfolgreicher Trick, dass er dir was verspricht. Wenn du spenden möchtest, sagt er dir, du brauchst es. Und du wirst es brauchen, du wirst arm werden. Und du wirst es dann nicht mehr machen. Du machst es nicht, weil Shaitan dir gesagt hat, spende lieber nicht. Sei doch kein Spielverderber. Mach doch mit. Allah vergibt dir. Allah Ghafur Rahim. Allah ist vergebend und barmherzig. Zweifelst du etwa an Allahs Barmherzigkeit? Allah wird dir vergeben. Also mach doch mit. Du bist doch jung. Allah wird dich ins Paradies eingehen lassen. Und das ist der Shaitan. Nicht nur, dass du schlechte Freunde hast, die dich dahin ziehen. Nein, Shaitan gibt dir noch die Argumente dazu, warum du mitmachen solltest. Komm متأدباً